Willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 Go. Schatten. Wir sind jetzt hier bei meiner Hut und müssen mal Spottes Einkaufshütte verfolgen. Denn da hat sich anscheinend GP versteckt. Der müssen fertig mit der Welt, auch mit dem Training von unserem lieben neuen kurzen Ersatztrainer. Den lieben Sharp. Der nimmt den Kleinen ganz schön ran. Und deshalb macht der Reis aus. Und ich komme mit der Musik. Da sind doch. Oh, er redet wieder, super. Oh. Du, ich bin pappsatt. Es geht doch nichts über eine Schüssel Reirei-Nudeln. Was, wie siehst du denn aus? Sexy Bart. Schon, aber nächstes Mal solltest du es vielleicht bei einer Schüssel belassen. Das kann doch nicht gesund sein. Dem ich schon gesagt, hier bei meiner Idee zum Witten ein bisschen Sidequest mit Nathan Swift und Wallside, wie ist er mit Vornamen? Was weiß ich, Peter Wallside, keine Ahnung. Da wird es bei diesen beiden eine kleine Nebenstory geben. Und ich dachte mir schon, okay, beim nächsten kam er bisher nur einmal kurz vor. Jetzt haben wir schon bald Kapitel 10. Und es hat nur 12 Kapitel, also ist es so eine winzige Nebenhandlung. Na gut, wir haben auch nicht so viel jetzt bisher von Dings gesehen, von diesen leicht mysteriösen, spookigen Typen seiner komischen Traumwelt. Aber, ja, mal gucken, wie es hier weitergeht. Ach was, alles halb so wild. Ich sag dir mal, wofür das Reich steht. Für reichlich. Ja, reichlich, reichlich Nudeln. Herr Swift? Hm? Oh, Arian. Moment mal, Sie beide kenne ich doch. Sie sind Nathan Swift und Jack Wallside aus der Profiliga. Genau, Jack Wallside. Echt jetzt? Einer der besten Verteidiger und einer der besten Stürmer. Stimmt, jetzt weiß ich wieder. Nathan Swift von Inazuma Japan. Oh yeah. Es ist eine Ehre für uns, Sie hier zu treffen. Wohnen Sie hier? Wir sind nur zu Besuch, um ein paar alte Freunde wiederzusehen. Aha. Apropos, vor 5 Minuten war hier einer von Raimon mit einem Fußball unterwegs. Freund von euch? Das muss Jeepe gewesen sein. Ich wusste, dass er hier irgendwo stecken muss. Er sah irgendwie niedergeschlagen aus. Ihr solltet versuchen, ihn einzuholen. In schlechten Zeiten braucht man gute Freunde. Sie haben recht. Danke, Herr Swift. Schön verbeugen, schön brav. Die sprühen nur sofort Tatendrang. Gott, wie krass der aussieht. Ja, der Geist von Raimon ist ganz ohne Zweifel immer noch lebendig. Best Nebenhandlung ever. Gut, Moment, ich glaube, ich mal ganz kurz auf. Sicher, sicher. Ich habe 7000, das recht dicke. Gut. Und da ist er. Ist er der Drinspotter? Ruff. In einem Restaurant wahrscheinlich. Okay, wahrscheinlich in einem Nudelrestaurant. Höchstwahrscheinlich. Die Reihe Nudelbar. So ein Mist. Der Ding. Nicht auf seine Nase gehört, sondern auf seinen knurrenden Magen. Nein. Das soll der Spotter nie tun. Glaube ich. Naja, da müssen wir wieder rein. Anders werden wir es nicht rausfinden. Ruff. Nach einem Jeep in der Nudelbar ist. Also kann ich auch hier rein. Sehr schön, interessant. Dann rein hier. Norm Don Chan, ich bin echt bedient. What? Noch eine Schüssel. Ach was, 2. Jeep lässt es krachen. Aha. Andere saufen ihren Kummer weg. Er frisst seinen Kummer weg. So oder so. Irgendwann müssen alle kotzen. Und von Nudeln kotzen ist echt ekelhaft. Habe ich auch schon mal gemacht. Das ist echt bäh. Hawkins! Ach, wie cool. Kenne ich vielleicht auch noch nicht so ganz. Das ist auch einer der Nationalspieler später. Kommt jetzt im dritten Teil vor. Gott, da wurde zu viel gespoilert. Ach, wie doof. Krass. Cool, gutes Benehmen. Ist aber nicht in die Wiege gelegt worden. Was? Tut mir leid. Er sieht dran,
dass ich mir so viel Mühe gegeben habe, aber dann von meinem besten Kumpel kein Rückhalt bin. Arian? Hier steckst du also. Kein Rückhalt? Was laberst du? Ich nehme eine dreifache Portion Nudelsuppe mit ordentlich viel Fleisch. Ja, wirklich? Dann probier's mal bitte. Oder sehe ich wieder ein Handlanger aus? Ich lasse nicht mehr vom Trainingsstück können. Nur versägst mir einfach die Schule. Stimmt's, Doc? Ja, ich meine, nein! Nein. Wenn der Trainer sein Fisting ist, warum schickt er nicht einfach in die Wüste? Zeig ihm, dass er das nicht mitmacht. Gott, meine Stimme ist schon weg. Okay, das könnte vielleicht an meinen Dings legen. An meinen Extra Professional Strong Mint. Das raubt mir den Atem. Wieso fresse ich das Zeug? Ich bin auch so dumm. Oh, ich weiß nicht, ob er das könnte. Aber wir dürfen auch nicht stillhalten. Wie wollen wir 5 Sektor Paroli booten? Wenn wir das nicht mal beim eigenen Trainer könnten. Puh. So. Ich habe mich entschieden. Magst du Mittag? Aber ich respektiere deinen Job. Wenn wir einen Streit mit ihm anzetteln, macht das alles nur noch schlimmer. Bei den ganzen Entscheidungen krieg ich richtig Heißhunger. Jawohl, ja. Noch eine kurze Schüssel Nudelsuppe, bitte. Das man mir noch nicht mal zugehört. Stimmt's? Und du, junger Mann? Was hast du zu dieser Seifenoper beizutragen? Gott, ich werde dich ins Bett. Ui? Naja, ich. Wenn du einen Trainer über dein ganzes Leben bestimmt lässt, bist du ein Feigling. Nicht nur in den Augen deiner Freunde. Willst du das? Ich. In dir brudelt es. Das sehe ich doch. Ich darf nur dich hinein. Das bringt dich ein bisschen weiter. Gut, aber. Ich mag nur mal Nudeln. Jeepe. Glaub einfach deine eigenen Stärken. Da wird dir auch niemand im Weg stehen können. Verstanden? Am Tag darauf. Ich weiß nicht. Glaubst du wirklich, dass Jean-Pierre heute kommt? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Schließlich liebt er doch Fußball. Ich könnte jetzt kaum erwarten, an seine Seite zu spielen, wenn er wieder da ist. Du hast wirklich Vertrauen in ihm. Was? Na klar, aber jetzt sollten wir zum Dojo gehen. Der Captain will den Römer dabei haben. Auch wenn wir ihn da rauszerren müssen. Das ist er doch. Glaub einfach an deine eigenen Stärken. Da wird auch niemand im Weg stehen können. Verstanden? Meine eigenen Stärken. Sprich im Dojo mit Ryoma. Jetzt sieht man doch eindeutig, dass er hier steht. Okay, jetzt nicht mehr. Und schon wieder Schnatter. Puh. Ich hab gerade ein langes Nickerchen gemacht. Sollte ich einen Augen machen. Das ist entspannt. Hab gerade leckere Nudeln bei Rai gegessen. Will Leute wiederhören. Komm, wird's. Irgendwann kenne ich den Typen, dem die Rai Nudelbar gehört. Jetzt wo du sagst, mir kommt auch bekannt vor. Das liegt vielleicht daran, dass er auch ein Nationalspiel ist. Oder wie sie sagen, in der Profiliga spielt. Da muss ich hier hoch. Ja, das war ein neuer Spieler, der beim dritten Teil neu dazukommt. Also die Mannschaft setzt sich da eher zusammen aus den Mannschaft aus dem zweiten Teil, dann ein paar, die noch dazukommen von auch dem zweiten Teil. Also von der Originalmannschaft, dann ein paar Spieler vom zweiten Teil und noch ein paar neue vom dritten Teil. Ist echt eine geile Mannschaft. Ach, ich freue mich drauf auf dieses Let's Play zu Inazuma Eleven 3. Team Ogre greift an, wird auch hammergeil. Aber machen wir erstmal das.
So, dann muss ich hier lang. Hoch, da geht der Bildschirm aus. So. Da geht's rein. Hallöchen. Ryoma, alles klar? Alles fresh? Ryoma, Zeit für eine Trainingspause. Ein paar Kampfschwörter. Warten schon, sind sie dir drauf? Ihr tut schon auch mal zu benutzen. Wenn du meinst, gehen wir. Ryoma, die Schicke, hat sich dir wieder angeschlossen. Supi. Na sowas. Ich hatte eigentlich mit etwas mehr Widerstand gerechnet. Haha. Ich will ihr was fertig. Außerdem seid ihr alle viel besser drauf. Da können wir endlich mal zusammen Spaß haben. Also los. Ja, prima. Die legen sich alle richtig zurück. Ich wünschte, Schut könnte das sehen. Ach ja, mein Bruderherz. Er ist an der Ecke und weint. Ist das eine Deutschlandflagge? Nee, aber fast. Schwarz-Rot-Gold. Okay, ein bisschen anders, aber... Na, fast. Gut. Ich möchte gerne mit dir... Nanu? Du hast eine Notiz über Eric gemacht? Und über Ricardo? Und Samguk auch? Heißt das... Sammelst du Informationen über jeden einzelnen Spieler von Raymond? Okay, warum? Hier. Eine Lieferung von der Reinudelbar wie ein Schaub. Moment. Archer ist sie genau. Archer Hawkins. Moment. Hawkins? Archer Hawkins? Ich habe gar keine Nudeln bestellt. Die gehen aufs Haus. Du wirst ein bisschen Energie brauchen, wenn du das Team im nächsten Spiel zum Sieg führen willst. Außerdem schuldigt Raymond 11 mehr, als ich immer zurückgeben kann. Das sind hoffnungsvolle Talente in deiner Gruppe. Das sind sie. Aber ich sehe auch jede Menge Defizite und weiß nicht, welches Christ ich noch ziehen kann, um sie stärker zu machen. Das waren auch noch ehemalige Spielkollegen. Gut, dann hör mal zu. Also bei der Football-Fortierte National gegen alle fantastischen Spieler angetreten sind. Waren wir etwa nicht nervös? Ich hatte immer den Eindruck, nicht genug beizutragen. Ich war so beeindruckt von eurem Potenzial, dass ich mein eigenes nicht erkannte. Du meinst, ich versperre den Blick auf das Wesentliche? Hör auf, ausschließlich nach vorn zu sehen. Schau mal zurück, so wie Hilman und Mark das für mich getan haben. Aber, muss ich das wirklich erklären? Du bist schließlich Schuljob und solltest das alles am besten wissen. Keiner kennt die Unterschiede zwischen der Royal Academy und Raymond besser als du. Hey. Du nimmst du mit, Trainer Sharp. Gott, ich lese schon wieder so einen Schwachsinn. So, Schnatter. Fußball in Italien ist für eine riesige Schüssel Pasta. Ah, Pasta. Wie tiefgründig. Tiefgründig wie eine riesige Schüssel Pasta. Jetzt habe ich Hunger. Und ich auch. Das ergibt noch weniger Sinn als die Sachen, die Adi sich ausdenkt. Was denkt du sich immer aus, Adi? Ach, egal. Wird schon ein Schwachsinn sein. So. Wir ab zum Stadion. Gut, dass die mich nicht angreifen. Und das Stadion gleich hier ist. Da. Huch, das war Rosie, aber egal. Ich glaube trotzdem. Der Chartwell hätte immer noch so knaller trainieren. Anscheinend. Ich finde aber, dass die Mannschaft irgendwie zusammengerafft hat. Im Vergleich zu dem, was wir schon alle durchgemacht haben, sind die übrigens ja bei Kindergeburtstag. Trainer Evans ist vielleicht nicht hier, aber im Geiste ist er bei uns. Wir in Fußball würden es zu dem machen, was wir kennen und lieben. Genauso ist es. Wir werden das ja durchstören und den Trainer zeigen, was sie wert sind. Stimmt's, Doc? Oh, ja, stimmt.
Tja. So sieht es also aus, wenn wir es nicht auf dem Rennen schikanieren lassen. Was ist jetzt eigentlich mit Chip, hä? Arian! Hier kommt Chip, hä? Attent! Jarive, Jarive! Was labert immer? Ich. Jetzt hat mir wirklich gefehlt, mit dem Fußball zu spielen, Arion. Schön, dass du zurück bist, Chip. Ich komm schon! Und die Mannschaft ist wieder vereint. Entschuldigt, dass ich einfach vom Training abgehauen bin. Aber jetzt bleibe ich bei der Mannschaft. Egal was passiert. Freut mich, das zu hören. Wir werden es gemeinsam durchstehen. Forza! John Pelipper ist wieder back. Freut mich. So. Dann hätten wir alle besser. Ich glaube für jeden von euch ein individuelles Trainingsprogramm bestellt. Hört sich schon mal gut an. Noch mehr Übungen und noch mehr Wiederholungen. Damit komme ich schon klar. Jeder macht was anderes. Ich kann nicht mal drei davon. Gott, wie krass. Ich bin so schlecht in Liegestütze oder Kniebeuge oder irgendwie sowas. Gott, ich würde da sterben. Und wie die Frisur von Ryuma so gleich bleibt. Total realistisch. Ihr könnt laufen. Ich hasse diese Herumrennerei. Hashtag kein Bock mehr. Hashtag läuft bei mir. Und fertig. Puh, das war alles auf der Liste. Na endlich. Ganz schön Chippe. Und wieder hingefallen. Ich schaff das. Ein Chippe kennt keine Schwätzen. Ich bin vielleicht nicht der beste Spieler. Aber ich liebe den Fußball. So ist recht, Chippe. Ich gehöre zur Mannschaft von Bremen. Run, run, run. Geschafft. Endlich vorbei. Woo. Und wieder im Arsch. Trainer Schaub wollte uns an unser Limit bringen. Aber auch nicht drüber hinaus. Stimmt. Er muss stundenlang getüftelt haben, wie er es am besten hinkriegt. Er hat unsere Stärken schwächen können. Und sie herausgefunden, wie uns wirklich das Potenzial aus uns herauskürzen kann. Saubere Arbeit. Schaut mir schon cool. Die Spezialtechniken und der unnachahmliche Stil sind ihre großen Stärken, als hier. Leider fehlt es euch etwas an den Grundlagen. Bei Ausdauer, Ballbehandlung und das Spiel ohne Ball habt ihr alle noch Nachholbedarf. Ist das der Grund, warum mein Training schwieriger war? Als das der andere war? Exakt. Ich wollte vor allem von dir. Dass du deine eigenen Grenzen entdeckst. Jack Comprende. Trainer. Ich denke, wir sollten uns bin entschuldigen. Was mit dir, Leute? 3 Uhr raus auf Trainer Shop. Hip hip. Hurra. Hip hip. Hurra. Hip hip. Hurra. Gut. Das war mein fürs heutige Training. Nachdem es gestern so gut gelaufen ist, habe ich das noch etwas erweitert. Los geht's. Ja, Trainer. Siehst du? Ich wusste, dass ein Trainer schon nicht im Stich lassen würde. Mein Onkel muss ähnlich gewesen sein. Sehr streng, aber mit einer unvorstellbaren Leidenschaft für den Fußball. Stimmt, das war er sogar. Und dann wurde er böse. Na egal. Red Up ist jetzt zum Glück Geschichte. Schon das 4. von 5. Das geht immer so schnell. Trainer Schaub ist ein Genie. Er weiß, wie man unsere Stärken zum Vorschein bringen kann. Jetzt bin ich froh, dass wir ihn als Trainer haben. Sag's geil, dass ihr fertig trainiert habt. Ich bin fertig mit der Welt. Ich weiß schon, dass du Trainer Schaub alles lesen kann. Wo denn hier unten? Mehr lesen? Moment. Jetzt.
Ich glaube, ein Trainingsplan, ihr arbeitet, den ihr abends daheim machen könnt. Bitte abholen. Mach ich. Trainingsstab, wir sind genauso toll. Würde ich sagen, Hashtag beeindruckt, Hashtag Schleimbolzen. So, Sky, ich bin fertig. Habt ihr das Training für heute beendet, Arion? Ach, wir sind immer auf den Eindrücke. Ja. Gut. Dann zieht euch schnell um. Wir haben unbedingt Nudeln, die darauf warten, für euch verspeist zu werden. Hurra! Nudeln! Super. Ich habe einen Bärenhunger. Nishiki, wir haben dich überall gesucht. Hattest du nicht gesagt, dass du noch weiter trainieren wolltest? Okay, geht es zurück oder bleibt du hier? Ist ja auch noch offen. Das ist deine letzte Chance. Im Moment sind keine Kampfschüttler im Dojo um zu trainieren. Du darfst es gerne benutzen. Aber nicht mit deinem Magen. Lass mich erst mal was essen. Nein! Ah. Hm? War das gerade etwa? Kampfgeist? Währenddessen. Und wieder beim bösen Axel, aka Axel Platze, aka Axel Sable. Alex Sable. Hier kommst du durcheinander. Kirkwood schon her. Wir warten, dass ihr Römer morgen eine vernichtende Niederlage zufügt. Habe ich mich klar ausgedrückt? Römer ist noch kein Gewicht auf der Waagschale. Aber das kann auch das Gleichgewicht des Fußballs zerstören. Der vom 5-Sektor regulierte Fußball gewährt allen Beteiligten gleiche Siegerchancen. Ich lasse mich darauf, dass ihr siegen und die Balance aufrechthalten werdet. Genauer gesagt verkörpert ihr den Geist des regulierten Fußballs, dessen Perfektion ein Team von Römern nicht in Frage stellen darf. Beweist mir eure Ergebenheit, dann werdet ihr gebührend belohnt. Ist gut. Laurel. Mhm. Da kennen wir schon ein paar, glaube ich, vom Namen her. Brett. Unsere Ergebenheit beweisen. Sollen wir das wirklich tun? Magst du dir immer noch Gedanken, Brett? Ich kann es nicht mehr hören. Versteckst du dich daran schuld, dass du selten aufgeschlossen wirst? Du hast einfach kein Talent. Sag das nochmal. Hey, aufhören. Außer ein kleiner Furz. Auch wenn sie ständig streiten. Die Fußballer sind beide gleichermaßen. Pff, was soll ich nur tun? Interessant. Aphrodite gehört zur 5. Sektor. Oder war das schon bekannt und ich habe es nur vergessen? Kann auch sein. Eure Exzellenz. Bei Kirkwood mehren sich die Misstöne. Die Spieler haben sich von römischer Spielweise beeindrucken lassen. Ich fürchte, dass alle diese Schritte rein, bald die Mannschaft von innen zerstören. Ehrlich gesagt möchte ich sie zwischen der Widerstandsbewegung und 5. Sektor wählen. Ehrlich gesagt möchte ich sie zwischen der Widerstandsbewegung und 5. Sektor wählen lassen. Ich möchte sie befreien. Welch eine Anmaßung, so mit dem Imperator zu sprechen. Treten Sie zurück. Erst mal sprechen. Okay. Wenn Sie sie wirklich befreien wollen, dann sollen die Jungs von gegen Raymond alles geben, aber wirklich alles. Allerdings Raymond, um Kirkwood den Weg nach oben zu ebnen. Die Raymond schön heil. Mit ihnen hat alles begonnen. Und anscheinend wird auch alles mit ihnen enden. So ist es. Übrigens, das Besondere im Stadion für die Partie ist. Verzeiht eure Exzellenz. Aber das will ich nicht missen. Ha! Das werden sie doch bereuen. Das ist höflich. Die kennen sich doch. Tag darauf. Das dritte Hauptrundenspiel von Raymond beim Sense-Wettturnier steht unmittelbar bevor. Bis später. Tschüss. Arrivederci. Bye. Mein Arm tut weh. Tschüss. Zeig's ihn. Dam, 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 dam. Der hat immer eine gleiche Klamotten an. So ein Schrott.
Ein Schüler aus der italienischen Profiloge ist gerade in Japan eingetroffen. Noch einer, oder wie? Viele Fans seiner alten Heimat freuen sich auf diese gute Gelegenheit, den frühen Römer-Spieler zu Gesicht zu bekommen. Ist das vielleicht Paolo? Okay, der war kein Römer-Spieler, also nicht in der Nationalmannschaft. Das wäre ein Japaner. Trefft sogar noch Römer Junior High. Also sonst Italiener? Kenne echt nur ihn. So aus dem FF. Oder besser gesagt aus dem EE. Es gibt ja so viele Charaktere, das ist echt krass. Das Kirkwood-Spiel steht an. Wir müssen gewinnen, um uns für letztes Jahr zu rächen. Kirkwood soll teaminterne Probleme haben. Hattest du das nicht erzählt, Victor? Das ist ja nicht schlecht, wenn die Probleme haben. So, trefft euch an der Rayman Junior. Hi, ich flieg hin. Warum soll ich laufen? Dam, dadam. Hallöchen. Es geht jetzt los zum Roulette-Park. Es geht los zum Roulette-Park. Alle Mann an den Bus. Ja, Trainer. Letztes Jahr hat uns Kirkwood also besiegt. Wir müssen unglaublich gut sein. Unser Training wird sich bezahlt machen. Da bin ich ganz sicher. Wer hat gelacht? Freue mich, dass du bei Strong gelebst geblieben bist, GP. Du hast recht, Leute. Das wird ein Job für Kirkwood. Wenn sie mit dem Abklatsch vom letzten Jahr gerechnet hatten. Ja! Hoffentlich siehst du dir das Spiel an, Chef. Ich werde dafür sorgen, dass es in die Geschichte eingehen wird. Mhm. Bams! Doch so kurz. Unser nächster Gegner ist Kirkwood, der uns letztes Jahr im Finale besiegt. Jetzt nehmen wir Revanche. Strecke für die Fahrt ins Stadion in den Bus. Erstmal will ich wissen, was ihr für ein Teamlevel gefragt ist. Sprich mir. Seid ihr bereit zur Opfer zum Relais packende? Ja. Diesmal haben sie es mit dem Namen richtig hingekriegt. Stimmt, Roulette-Pack. Oh, habe das? Aha. Na gut. Gehen wir dann los zu diesem Quintett. Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Gut, da fahren wir noch ganz schnell hin. Gut. Dann verpasst diesen Kirkwood-Buch mal eine ordentliche Trachtprügel. Nicht im Wertungssinn natürlich. Nimm die Roulette-Bahn zum Stadion. Gut, machen wir ein bisschen länger. Erstmal wieder kurz hin driven. Das sieht so cool aus. Dum, 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 dum. Hallöchen, Schaffner. Einmal zum Roulette Park. Map, map. Was für eine coole Bahn. Da werden wir, Leute. Die Zukunft des Fußballs war noch nie so vielversprechend. Währenddessen in Inazuma. Stimmt, da kommt ein Spieler. Oh. Das ist nicht Paolo. Geht er vom Gesicht her aber schon? Wer könnte das sein? Das ist schon eine halbe Ewigkeit hier. Auf zum Stadion. Ah, jetzt so eine Art. Wo bin ich denn hier? Holzweg. Ich bin auf dem Holzweg. Sehr schön. Ganz sowas reingeschnattert. Das lesen wir ganz schnell. Kann uns egal sein. Wir spielen Fußball, wie es sich gehört. Konzentrieren wir uns darauf. Genau. Von mir hast du es nicht. Was denn? Achso, weil die interne Probleme haben. Ich habe einen kleinen Insider von Victor. Der müsste auch ein bisschen was wissen. Von den 5-Sektor-Gerüchten. Aber jetzt zum Geier war das. Aber mit diesen Klamotten. Ja, ich denke, das werden wir eh schon bald sehen. Gott, wie schön hier. Ah, da muss ich wahrscheinlich hier. Lass mich in Ruhe. Ah, interessant. Das sieht ja cool aus.
Aha. Okay, da ist noch ein Waldstück, da kann ich wahrscheinlich auch irgendwo reinrennen. Auch ein paar versteckte Items. Oder auch nicht. Einfach nur ein fetter Platz, wo man was machen könnte, aber es nicht tut. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ah. Oder geht's da lang? Okay, Match machen wir doch. Was soll's? Komm her. Zum Abschluss, okay? Guck, was das für Leute hier sind. Zockcrew. Cooler Name. Und coole Musik. Oh, ne? Das ist nicht so cool. Und warum steht die Same? Ist das gut? Dachte ich schon, wer ist das denn? Geiles Handy, mal gucken, wie das aussieht. Hitzkopfball. Oh, die sind stark. Die haben schon was drauf. Komm schon. Geiles Handy. Macht das Sinn, denn Geier ist ja die Erde an sich. Dass es Hände aus dem Boden sind. Das macht natürlich Sinn, ne? Komm schon. Ricky? Ricky Ricardo schnappt ihn sich nicht. Dann nochmal. Weil es so schön war. Und? Das wäre so schön gewesen, aber nö. Mit den habe ich. Mit Wirbelsprint. Und weg ist er. Und da ist er wieder. Und rein das Ding mit Schallmauerschock. Da müssen wir auch theoretisch eine Torwartfähigkeit haben. Hat er nicht, aber er hält ihn mit der Hand auf. Oh, die ziehen an. Holy moly. Gut, dann nochmal, kann ich überspringen. Kann ich sogar cool. Wenn die Animation kommt, weiß man ja, dass es funktioniert. Gehe ich voll auf einen Schuss. Auch nicht. Und ich habe verloren. Ich hatte die Mucke gerade übelst an Dings erinnert, an Detective Conan. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schon. Gut, wenn ich mal da bin, gucke ich mal ganz kurz. Ah, Seesterne. Ein paar Patrick Stars liegen hier rum. Okay, gut, aber wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Ein neues Gebiet auf den Holzweg, was auch Sinn macht. Hier mit ein bisschen Strand, ein bisschen. Huch. Bin ich so reingelaufen? Kaltblüter. Jetzt will ich es im Arsch spüren. Lieber nicht. Ich verliere ja nichts. Gut, 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 gut. Okay. Wie es weitergeht in Richtung Stadion und wie es weitergeht auf dem Holzweg. Das sehen wir dann im nächsten Part. So, jetzt ist es richtig 3 Uhr morgens, oder besser gesagt hier bei mir. Bei einer nicht umgestellten Uhr ist es gerade Richtung 4 Uhr morgens. Also eigentlich 3 Uhr morgens. Ich weiß nicht, warum sich da die Uhr nicht umstellt. Hat die keine interne Sommer- oder Winterzeit? Ich dachte irgendwie schon. Aber egal. Ich habe kurz vor 3 Uhr angefangen, eine Stunde gezockt. Jetzt ist es 3 Uhr, das heißt, ich habe eine geschenkte Stunde gezockt. Das ist krass. Ach, wunderbar. Das sind Probleme, hä? Okay, also wie es weitergeht hier im Stadion, oder besser gesagt, wie es weitergeht an einem spannenden Match gegen die Kirkwood Junior High. Moment, Ereignisse. Dann kurz vor Ende des 9. Kapitels. 9 von 12, das heißt, es gibt nur noch... Ah, das Bild ist so süß. Nur noch 3 offene Kapitel. Dann ist schon Schicht im Schacht hier. Gott, wir haben schon so viel gezockt. Holy moly, Guacamole. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Drill und VRF ist fast schon zu Ende. Was kommt dann? Das werden wir dann sehen. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play Inazuma 11 Go. Schatten. Ciao.